Heute haben wir eine schöne Armada-Abkernpresse zum Verkauf. 2 Meter mal 80 Tonnen, also 4, 5, vielleicht maximal 6 mm Blech. Die wurde mal umgebaut. Das war eine sehr hochwertige Maschine gewesen. Jetzt hat sie hier eine kleine manuelle Steuerung dran. Armada Werkzeugaufnahme mit pneumatischer Klemmung oben. Die pneumatische Klemmung kann ich hier über einen Schalter lösen. Dann kann ich die Werkzeuge rausnehmen und wieder festmachen. Unten haben wir die normale 60er Breite von Armada. Die Maschine wird mittels Fußpedal bedient. So, ich fährt bis zum Endanschlag. Die Eintauchtiefe, also den Biegewinkel, kann ich hier mit Plus Minus einstellen. Den Hinteranschlag kann ich mit diesen beiden Tastern verfahren. Wenn ich den mittleren dazu drücke, habe ich einen etwas schnelleren Eilgang. Ja, insofern eine konventionelle, sehr einfach zu bedienende Maschine. Macht technisch einen ordentlichen Eindruck. Hier nochmal das Hinteranschlagsystem. X-Achse, wie gesagt, motorisch verfahrbar. R-Achse kann ich manuell in der Höhe hier verstellen. Wir konnten keine Leckagen feststellen, also das Hydrauliksystem scheint dicht zu sein. Die Maschine braucht einen Druckluftanschluss für die Oberwerkzeugklemmung. Ja, das war's.